Hallo, herzlich willkommen, euer Bitwalker hier. Willkommen bei Dying Light. Heute geht's wieder ab in die Zombie-Metropole Harran. Missionstechnisch schauen wir uns heute das Quest an, welches mich schon ein bisschen feigelt, weil ich schon so oft gestorben bin da. Und zwar will ich mir holen, wo ist denn das? Wir müssen nämlich da ein Sonar finden. Hardware. Holen Sie das Sonargerät aus der Feldzentrale, die sich auf der Brücke befindet. Ja, und die befindet sich nämlich nicht nur einfach so auf der Brücke, da oben, sondern nämlich da hinten auf der Brücke, also bei dem zweiten Teil. Und ich habe so versucht hinzukommen und ja, das ist immer ein bisschen gescheitert, weil es mir runtergehaut hat. Dann bin ich im Prinzip aber hingeschwommen und bin aber bei einem dieser Pfeiler raufgeklettert und drinnen raufklettern ist gar nicht so easy, wie man gedacht hat. Das habe ich ein Foto auf Facebook gepostet und ich habe so einen wichtigen Tipp gegeben, nämlich den Tipp: Bitwalker, klettere doch einfach da irgendwo rauf und rutsche da mit der Seilrutsche rüber. Jo, eigentlich gar nicht blöd. Und kaum habe ich das gelesen von euch, ist mir eingefallen, das habe ich doch schon mal gemacht, wie ich bei der Mission unterwegs war, die Lampen zu holen. Und deshalb werden wir das jetzt ja so machen. So, haben wir unser gutes Kletterseil nutzen. Es nutzt eh viel zu wenig, also ganz eine tolle Sache an und für sich. Relativ schnell überall hinkommt. Zup, das haben wir schon da oben. Nein. Bleibst du da weg? Bleibst du da? Oh, folgt mir. Wo bist du für einer? Hallo, mein Freund. Für das bist du so schräg, hast du 15 Dollar mit? Das geht aber gar nicht. So, jetzt müssen wir auf die Brücke rauf und hier auf der Brücke ist immer ordentlich Verkehr. Und da meine ich nicht den Autoverkehr, obwohl der auch da ist, ja. Da meine ich den Zombieverkehr. Der da sind, da sind wirklich ordentlich viele herum. Da laufen wir jetzt einfach mal ganz frech durch. Nein, lass mich in Frieden, ich bin nicht da, das schaut nicht so aus. Warte mal, ich habe nein. Haken geschlagen und hopp. Ah, jetzt haben wir keine Kondition auch nicht mehr. Grüß Gott, meine Herrschaften, grüß Gott, bitte durchgehen, durchlassen. Es gibt nichts zu sehen, einfach weitergehen. So, in so einen Turm müsste ich hin und dann müssen wir da raufseilen. Das werden wir dann ganz lässig mit dem Seil und mit meinem Kletterhaken machen. Hüpf rauf. Oh, die schaut schon nett aus da, oder? Eieiei. So, pass auf, und zwar werden wir uns da raufhangeln. So, das schaut schon nicht so schlecht aus. Ist die Frage, ob du raufkommst? Wollen wir mal probieren? Nein, nicht runterfallen, dann bin ich tot. Ach du meine Güte, genau das ist nämlich der Punkt, der mir immer wieder passiert hier. Etwas sanfter landen. Ja, sanfter landen ist ganz gut, aber jetzt bin ich ganz unten, platt und matsch und bin wieder da. Genau, das ist das Problem. Das heißt, ich kann wieder hinlaufen, aber gut, second try, probieren wir es halt nochmal. Ist er nicht mehr da? Ja, ist schon gut. Hätte ich vielleicht auf die Klettertaste drücken sollen? Oh, das ging daneben. Wurscht, dann laufen wir einfach. Dann laufe ich um mein Leben. Ist ja sehr schön gemacht, ist sehr schön durchdacht, dass dieser Kletterhaken kein Dauergerät ist, also man das permanent herum schießen kann damit, sondern es einfach nach zwei Verwendungen sich die Federn, nenne ich es einfach mal, wieder aufziehen muss. So, wow, das ist ein Sprenger. Ah, lauf. Baff, da fliegen die Fetzen. Das Problem natürlich ist, jedes Mal, wenn der explodiert, dann zieht er die Läufer an, aufgrund seines Lärms, den er da produziert. Ach du Scheiße. Ach Mann. Und dann mal durchlaufen, hüpfen drüber. Und darauf. Puh, dann geht der Puls immer ein bisschen höher. In solchen Situationen, wenn man da mitten in der Menge drinnen ist.
So, probieren wir es nochmal. So, versuche es jetzt ein bisschen weiter oben da. Oh, jetzt hat es geklappt, Gott sei Dank. So, pass auf, und jetzt muss ich schauen, dass ich da raufkomme. Ja, jetzt schaut es besser aus. Jetzt gefällt mir das Ganze. Schon ein fantastischer Ausblick von da her oben, aber ich muss noch ein Stück rauf. Nämlich genau da rauf, wo ich diese Lampen damals geholt habe. Und zwar da. Oh mein Gott. Ich will nicht behaupten, dass ich das Glück gehabt habe oder so, aber ich glaube, ich habe Glück gehabt. Oh mein Gott. Oh, habe ich Glück. Ich habe Glück. Ich bin ein kleiner Glückskäfer. Hüpf rauf, hüpf weiter, ich häng fest. Ah, lauf. So, also. Holen wir es nochmal. Okay, so, erster Part. Na. Und platt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, aller guten Dinge sind drei. Aber wie es ausschaut, ist diese Version auch nicht einfacher wie die andere. Irgendwie mag es mich nicht. Da probieren wir nochmal. Also. Der theoretische Plan wäre nicht schlecht, ja. Also das wäre ja so, wenn man es eigentlich haben will oder wie es einfach gehen sollte, am einfachsten. Aber das Problem ist einfach dieses Sollte dazwischen. Ja. Das hat zuerst schon nicht funktioniert, gell? Aber da kann ich das dann rauf, dass ich meinen Weg erspare. Komm. Oh. Die offenen Kofferraumdeckel sind immer das Problem, da bleibt man gerne hängen mit den Füßen oder mit den Schuhbändern oder irgend sowas. Oh, 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 großer Feuerwehrmann. Huch, ui, ui, ui. Das heißt, die Autobahn aktivieren, weil es wurscht war. Hm? Ah nein, das ist zu wenig los. Das macht mir Spaß, wenn wirklich viele Runden rumstehen. So, lauf weiter. Ah, hängst wieder fest irgendwo. Hängst wieder fest. Uiuiui. So. Okay, also. Bis daher kommen wir schon mal. Das ist ja nicht so problematisch einmal für sich. Da sind wir jetzt drauf. Hey, wieso ist die Tür offen? Das ist die Tür offen, das ist nicht ideal. Dann soll das Ganze jetzt vielleicht noch einfacher gehen. So, jetzt die Frage, wie weit muss ich da rauf? Aber ich denke ziemlich weit. Ich habe es ja vorhin probiert, also wie meine Versuche, die auch gescheitert sind. Da habe ich es probiert über diese. Über diese Dings darauf zu hüpfen, ja. Und ja, das ist eher zum Scheitern verurteilt gewesen. Ach ja, warte, jetzt muss ich noch ein Stück drauf. Ich muss jetzt zu dieser Seilrutsche da. Warte, da kann ich aber. Das geht aber da rüber, glaube ich. Da kann ich in die andere Richtung runterrutschen, aber ich muss ja in die Richtung runter. Muss ja. Oder warte, muss ich hin? So, Übersicht verloren. Ich muss hin in die Richtung, genau. Ich müsste da runterrutschen, da komme, da muss ich da rauf irgendwie. Das Problem ist, ich traue mich da nicht so hüpfen. Wenn du da mit dem hüpfst, dann ist es vorbei. Ja, genau das habe ich gemeint. Ah, jetzt schaut es gut aus. Schau, jetzt schaut es gut aus. Oder auch nicht, ich muss da rauf irgendwie. Warte mal. Da können wir rauf. Und dann nochmal rauf. Jetzt schaut es gut aus. So, und jetzt kann man hier diese Seilrutsche nutzen und dann lassen Sie überraschen, was da unten los ist. Und gib ihm. Da. Na, was tut er denn? Ach mein Gott, na.
Puh, ist mir das Herz stehen geblieben. Das ist doch, das knallt wieder unten rein. So, in die Richtung. Da ist ein Polizist, was ist denn das? Hey. Das ist die Sicherheitsoffiziere da aus der Brücke. Oder ich hau lieber ab. Ich hau lieber ab, ist gescheiter. Wo hier viele Polizeifahrzeuge wären, die müssen wir schon knacken noch, weil Polizeifahrzeuge haben ganz keine Waffen drin. So, und jetzt muss ich. Oh, pass auf, warte mal, da ist jetzt vorne ein dicker Feuerwehrmann. Und da drinnen ist auch was los. Okay, ist es nicht so, dass man sagen könnte, dass da drinnen Ruhe ist? Wurscht, ich hupfe das mal rein. Da ist zumindest nicht so viel. So, der ist einmal erledigt. Oh, da kommt noch einer. Ah, die kommen da rein. Das ist das Problem. Kann aber nicht zumachen. Ein Sprenger. Und ein Spucker ist auch da, aber da müssen wir uns gleich mal schnappen. Da müssen wir uns gleich schnappen, bevor wir. Der stirbt, der lebt noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Läufer, 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 Läufer. Arm ab, Bein ab und die Sache ist erledigt. Boah. Hui, 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 hui. So, pass auf, das machen wir jetzt so. Oh, Achtung, schauen wir es an. Uff. Alter Schwede, sind wir überhaupt kein Ende da. So, jetzt aber schauen wir mal, wo ist denn das Teil, was ich da suche? Holger, ich bin's, Crane. Haben wir unser Zeug? Oh, Medkit, da müssen wir schauen, gibt's jede andere Sache, wie es ausschaut. Oh. Oh. Raus aus der Leitung, verdammt! Sagt Bescheid, wenn ihr es braucht. Crane, Ende. So, die Mission ist an und für sich abgeschlossen, aber ich schau noch, was ich da so finde. Da ist jede Menge Zeug herum, schau. Und ein Läufer wieder da. Der Dicke kommt aber wenigstens nicht rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Medkit-Paket. Gehst du kaputt? Oh, 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 oh. Der Dicke bekehrt auf, schau dir das an. Da will ich noch da bleiben. Ich will das Zeug noch mit einsacken, wo es da rumliegt. Wenn wir schon die Chance haben, da ordentlich abzuräumen, machen wir das natürlich auch. Was ist da noch da? Da vorne ist ja wieder eine Truhe. Oh, die ist schwer zu knacken. Ja, wir können versuchen, dass wir jetzt legen, den Typen. Warte mal, was habe ich da mit? Habe ich wurftechnisch was dabei? Wurfsterne? Ja. Die sind beeindruckt, nicht, mein Freund, da, wenn du da herumrandalierst. Hoppala, daneben geworfen. Oh, oh! Oh, oh, oh. Habe ich jetzt noch was? Ah, jetzt bin ich aus. Warte mal, ich habe im Inventar was drinnen, glaube ich. Und zwar habe ich da gehabt, irgendwo explodierende Wurfsterne und irgendwo was anderes auch gehabt. Habe nichts mehr. Schade. Dann nehmen wir, weil es eh schon wurscht ist, die explodierenden. Das holt man zwar die. Habe ich noch einer oder was? Weißt du schon? So, das ist leicht gewesen sein. Jetzt brauche ich nur mal die Läufer abwarten, dann können wir mal. Da kommt er schon. Oder ich höre ihn schon irgendwo. Ah, das sieht man nicht, aber da um die Ecke ist er. Da irgendwo steht er. Oder er ist draußen, kann ich auch sein. Ah, da oben läuft er rum, schau. Da sieht man seine Füße. So, komm her, mein Freund. Hallo, da bin ich. So, das finde ich nett, dass wir darüber geredet haben.
Aber jetzt muss ich mir diesen Schloss hier widmen und das Schloss ist schwer zu knacken. Also probieren wir mal. Da ist aber nichts. Auch nichts. Wurscht. Dietrich, hier haben wir noch genug, Gott sei Dank. Oder Haarklammern eigentlich. Andere Richtung. Ah, da sind wir. Da sind wir richtig. Ah, oh, auf Anhieb schaut das an. So, ist da was Schönes drinnen sein, mein Freund. Was Schönes. Was gibt es denn? Ein Cricketsteger. Cricketsteger des Knochenbrechers. 326 Schaden. Das ist schon was Ordentliches. Dann werden wir uns noch ein bisschen anschauen. So, jetzt haben wir hier mal die Pakete noch abräumen. Ein Hammer brauche ich nicht. Was hast du damit? $50. Das ist echt spannend, dass in dieser verseuchten Zeit, wo es hier ums nackte Überleben geht, das Geld nach wie vor ein Thema ist. So, da ist jetzt nichts mehr Interessantes. Da haben wir noch was. Mull, da kann man das Verbandsbecken bauen. Oh, oh, ich höre einen Zombie hinter mir. Mal schauen, ob ich da schnell genug bin. So, das nehmen wir jetzt nicht mit, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt sprengen hier. Weil ich denke, da werden wir mal wieder zurückkommen auf diese Brücke. Irgendwann einmal. Und wir sind zum Schloss schwer. Das probieren wir auch noch geschwind. Oh, ich höre da was. Ah, da kommt noch eine, warte, Lady. So. Jetzt probiere ich es nochmal. Ah, da kommt schon wieder einer. Da ist ja praktisch, wenn man im Koop spielt. Mal, lass mich schon fertig machen. Offen ist, jawohl. Das ist super, wenn man sowas im Koop spielt, weil da hat man dann einfach Zeit, weil der andere einem die Rückendeckung gibt. Oh, was denn das? Inventarholz, 282er. Schauen wir mal, was haben wir so weggeschmeißen können. Schon langsam jetzt eh so, dass man selbst die blauen Dinger hauen kann. Obwohl ich natürlich schon darauf aufpassen muss. Die kann man dreimal reparieren und die grünen dreimal und der dreimal. Cricketschläger des Knochenbrechers, den müssen wir uns mal anschauen. Kann man den irgendwie upgraden? Und da noch was, was da dazu machen? Ein Attentäter dazu, das graden wir mal ab. Dann schauen wir, ob wir den Cricketschläger da irgendwie noch verstärken können. Da Stachelhalsband-Mode, ein Baseballschläger. Na schon, da habe ich nichts mehr dafür. Das wäre es gewesen. Ich würde mich schon gerne sehen, was da machbar ist. Aber habe ich nichts, okay. Die Hocke nehmen wir mit, die Tasche nehmen wir auch mit. Ich würde sagen, jetzt kämpfen wir wieder nach hinten. Oh, man nimmt wieder eine Menge Zeug. Oh, schau, ein Kampftagebuch. Da, Medikit zu finden. Oh! Ah, verdammt, da ist echt keine Zeit für irgendwas, weil da ist immer was los da. Oh mein Gott, oh mein Gott, mein Gott. Diese Sachen kann man übrigens unendlich sammeln, also da hat man kein Limit bei diesen normalen Dingen. So, Lady, erlöst dich mal von deinem Leiden, aber nicht schon getroffen, schau. Oh, ist gleich kaputt. Mein Messer. Okay, jetzt hau ich ab. Jetzt ist mir das ein bisschen zu viel da. Und vor allem kommt man vor, dass die immer aufmerksamer werden. Ist die Frage, ob die jetzt wieder rauskommen. Wahrscheinlich sind es da 8 Millionen Gegner. Wo ist ein Polizeiauto? Ha? Ach, das probieren wir jetzt auch noch. Okay, sehr schwer. Okay, Mann, das hat doch von Anfang an so gut passt. Am Anfang ist schon, ohne dass was macht, dreht sie sich schon mal nicht schlecht. Probieren wir es so. Jawohl, oft machen wir es.
War schon wieder so ein Inventar voll. Die Handschellen wieder nicht. Schauen wir geschwind einmal, was wir da jetzt wegschmeißen können. Einen einfachen haben wir, den kann man sicher auf jeden Fall knicken. Baseballschläger. Für einen Baseballschläger haben wir einen Mod gehabt, glaube ich. Gell? Da war was dabei, und zwar Stachelhalsband, ist auf einen Baseballschläger, schau. Na, Cricketschläger des Knochenbrechers, der gilt da auch. Oder die, oh, pass auf, den rüsten wir uns jetzt aus. So, Cricketschläger des Knochenbrechers, da ist er. Und den nehmen wir jetzt her, statt... Wie schaut die Chance jetzt? 2,78, 4,15, was hat der? 3,75, dann zwar weniger, aber es wurscht, dass man den da statt dem hier einfach, wenn sehen will. So, Cricketschläger des Knochenbrechers, da ist er. Ah, wohl. So, jetzt müssen wir das auch noch aufmachen, was egal ist, weil wir gerade Zeit haben. Wunderbar, offen ist. Was gibt's denn da? Hey, das schaut spektakulär aus. Das muss ich wieder was wegschmeißen. Kukri-Machete, weg damit. So, 179er auch weg damit. Was haben wir da noch? 193 kann man auch schon wegschmeißen. Dann ist das schon so klein Zeug, was relativ uninteressant ist. Aber diese Machete da ist das andere. Das lilane hat trotzdem noch 193 Schaden. Naja. Was ist das da? 164, das Polizeigewehr. Das muss ich eben mal schon auf. Eine Schusswaffe ist sicher irgendwo nochmal interessant. Aber, ja. Sag mir her, gib mir mal dieses Schwert her. Paladin, oder Paladin, wie auch immer das nennt. So, was habe ich das bekommen? Oder ist das zeremonielle Kurzschwert? Oder ist das jetzt da? Hm? So, Paladin, und was haben wir da noch? Upgrade, bestätigen, sicher machen wir das. So, haben wir da auch noch irgendwas, was wir machen können? Da haben wir sonst nichts mehr, glaube ich. Nö. Oder? Doch, das haben wir schon. Jetzt sind diese ganzen Waffen da. Industriegel oder Elektrizität. Das schaut sicher auf diesem Schwert gut aus. So, jetzt muss ich leider mein Ding wieder weg tun da. Muss ich das doch rüber tun. Und zwar ist alles schwächer. Und das ist schwächer. Das muss ich mir einfach anschauen. So. Das ist Kurzschwert. Ah, okay. Weniger spektakulär, wie ich mir gedacht habe, aber es wurscht. Wir haben es trotzdem, jetzt schauen wir, dass wir nach Hause kommen. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal herschauen, weil das gar nicht so uninteressant ist da vom Equipment her. Die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt weiter? Was ist los? Ah, da ist ein Frieden. Ui. Okay, da ist noch ein Frieden, hau doch ab. Aua! Beißt mir da ein Zehchen rein? Da wird wahr sein. Na schau, dass er nicht rüberkommt. Das heißt, ich muss jetzt wieder da. Komm, bleib runter da. Und tschüss. Das heißt, ich müsste jetzt hier. Was ist ich mach? Hüpf das einfach runter und schwimm da rüber. Komm, hopp. Na bitte, geht doch. So, wir schwimmen jetzt dann in das Fischerdorf. Wo muss ich hin? Das Sonargerät habe ich. Und jetzt schauen wir mal bei der Quest. Was muss ich machen? Ist es fertig, das Quest? Schaut so aus. Das ist schon erledigt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, schwimme jetzt ganz gemütlich rüber. Und für euch soll es das diesmal gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen über Feedback und Kommentare. Ihr wisst es ja. Und schreibt einfach mal, was ihr sehen wollt. Wenn ihr was sehen wollt, ob ihr was sehen wollt oder nicht.
oder einfach halt so als Kommentar einfach mal ein bisschen was zum Chatten reinschreiben. Und wenn ihr Fragen an mich habt, denkt daran, auf ask.fm/bitwalker könnt ihr mir Fragen stellen, die ich dann entsprechend in den Videos beantworten werde. Also deine, wünsche ich was, viel Spaß beim Zombiejagen, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, euer Bitwalker.